Ich mache mal jetzt einen fetten Style. Ah, das Hin- und Her-Kutsche. Ja. Ja. Das ist das einzige leider bei dem Anhänger. Der Anhänger ist geil eigentlich. Hammergeil. Kann sagen, was du willst, ne? Aber das Problem ist halt nur, dass der nicht anzeigt, dass du direkt Gras drinnen hast. Ja. Ja, weil Texel gut ist. Oh, es hätte welchen grün sein können. Naja, gut, ist jetzt weiß, kannst du auch nichts dran ändern. Aber wir wissen da wenigstens genau, okay, ist es weiß, ist es häckselgut. Ja, ich glaube, 2-3 Mal wegbringen jeder noch. Dann haben wir genügend. Dann können wir uns den Glas holen. Und dann können wir anfangen, nach und nach uns Geld samt zu sparen für die Dings. Ja. Hier steht ja noch der andere Anhänger. Da war ja noch was. Ich glaube mal, wenn wir die Klasse haben, dann geht das alles ein bisschen schneller. Du kannst dann nämlich die drei Anhänger am Rand stehen lassen, fährst mit dem Klasse hin, leerst aus und dann und so weiter, weißt du? Hey, was fing den Ernte? Andere Seite. Drüben? Hast du nur rübergefahren? Ja, ich bin dort lang und dann war ich auf einmal zu schnell gewesen und dann musste ich dann hinten achten schalten. Okay. Na, ich glaube, bis du da bist, ist der Anhänger auch wieder voll. Ja. Ich hoffe mal, der hat so einen Lenkradius, dass er an dem Traktor vorbeikommt. Schaut schlecht aus. Na. Ey, die Hütte, ne? Braucht nicht nach Sonnenschein. Guck mal, der hat den Anhänger schon selektiert. Im Rohr. Ich bin schon am Teil vorbeigefahren, ich wurde. Bist du schon da? Jo. Lol. Ich fahr bloß meinen Entsorgung. Ah. Ah ja, ab geht er. Ne, das wird auch nicht. Ach, du denkst, Mensch. Du bist zu weit. Nee, kurz. Eieiei. Ah, Anhänger ist gleich voll. So. Also steht bereit für dich, ne? Ja, ich bin schon da. Ich denke jetzt gegen den komischen Blanke oder was ich jetzt gefahren war. Ja. Ich hab mal meinen auf 8-Wheeler. Schaut geil aus, ne? Ja. Der Klasse ist einfach nur der Poller. Warte, ist gleich weg. Kannst gleich hinterfahren. Ja. Na nu. Endlich mal, ja. Ja, auf geht's. Zur nächsten Abladestation. Ich glaube, wir brauchen da ewig und 3 Tage für, glaubst du? Mann, Mann, Mann. Naja, das wird sich nachher ändern, wenn wir den Glas haben. Bei dem haben wir wieder ein Problem mit dem Mähwerk, da müssen wir den Mähwerkswagen noch kaufen. Auch noch? Ja. Weil der passt hier nicht auf die Straße mit Mähwerk. Was wir mit dem anderen Klaas schon zu tun gehabt, den wir verkauft haben. Auch konntest du nicht dort das Mähwerk einklappen? Nein. Das ist ja direkt für Gras und das ist so, dass es nicht anders geht. Was das Gute ist, da können wir Helfer einstellen, da können wir einfach nebenher fahren und können immer nebenbei gleich wegfahren, weißt du? Geht das alles ein bisschen schneller. Und da können wir uns dann ja beimachen mit Biogas vollfüllen. Mit von dem oberen Feld, wo wir jetzt bei sind, machen wir Biogas voll. Und das untere, wo wir hinfahren, immer zum Abladen,
ist von dem Acker, das verkaufen wir gleich, weißt du? Mann, 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 Alter, eingekarre. Deckere. Oh, ich hab mir mal hinten Zusatzgewichte angemacht. Schaut geil aus mit den Zusatzgewichten. Hier, guck, die kleinen Platten da hinten. Wir werden mal schauen, dass wir dann für dich, wenn wir die Mähdresche haben, den Klaas, dass wir für dich dann auch so einkaufen und dann vielleicht komplett auf die Marke umswitchen, oder? Ja. Weil die Marke ist eigentlich ganz gut. Siehst du ja, der zieht den Anhänger eigentlich wie nichts. Ach Mann. Ich hätte nur spät erfahren können. Egal. Man hätte zwar eine später fahren können, aber wir knüppeln uns hier rum. Das passt schon. Schaut irgendwie geil aus hier hinten der Hof, ne? Ja. Ja, so groß dürfte die Rasenfläche hier auch nicht sein, ne? Fertige, aber egal. Aber ich glaube mal, wenn wir uns noch ein Feld mit Gras dann anlegen, ne? Das Land voll und ganz. Glaube mal. Ah, und das Geld sprießt und sprießt. Also 300.000 haben wir schon. Oh, ey, ich kenn dir so scheiß Zahn. Alter, das ist die USA-Map, da ist alles umzäunt. Hm. Weißt du, bei der Amerikaner. Ja. Wenn 11 cm Land zu viel ist, dann wirst du gleich verklagt. Hm. Ja. Abgeladen, auf geht's. Puff geht, ab geht, rein. Genau. Ich glaube, wir werden eine Session aller 3 Tage LS aufnehmen. Ich glaube, der Secret würde uns den Kopf kürzer machen, weil er nicht weiß, wohin mit den Daten. Da kannst du einen drauf lassen, dass der das machen würde. Ja, ja, ja. Wenn der Weg nicht so weit wäre, ne? Digga. Ja, Big Power. Sollte ein bisschen Angst machen. Das Tempomat 4 an, ne? Nein. 3. Oh Gott. Ah, jetzt. Er kommt. Wenn ich die 4 anmache. Ja. Passiert, da fährt er bloß. 5, 7, 6. Ne, da fährt er bei mir so 15 rum. Ist eigentlich eine gute Idee, mit Tempomat zu fahren bei den langen Strecken. Wow, Zaun! Ja. Ungefähr auf halbem Weg haben wir uns getroffen. Ist eigentlich genial, wenn wir uns immer auf halbem Weg treffen. Wartet wenigstens keiner. Wie schnell fährst du? Ja, bei dir leckt es gerade ein bisschen, ne? Dann machen wir die Warnblinker aus. Deswegen leckt das auch bei dir so extrem, siehst du? Es leckt schon ein bisschen weniger. Ich fährst also ein bisschen mehr. Oder schneller, nicht mehr. Hotte Hü. Mann, also diese ewig langen Straßen, dann immer nur geradeaus. Aber ist halt USA. Das sind halt der größte Hit hier, die Straßen. Stoppschild, ah, scheiß drauf, weiter geht's. Durch da. Wo hast du den Ernter? Ah, der Ernter steht gleich ganz vorne, das ist ja geil. Ob ich bis zum Ende schaffe? Wenn du früher da sein solltest, mach mal den Mähdrescher leer. Aussteigen. Einmal einsteigen. Einsteigen und der selektiert gleich den Anhänger. Das ist ja den einsteigen, aussteigen, oder? Was? Ja, den einsteigen. Mhm.
Wow, jetzt habe ich den Hänger zusammengefahren. Ich sollte auch mal rechtzeitig auf die Bremse drücken. Nein, Amerika ist so wie bei uns. In England. England ist Geisterfahrer. Oh, wenn der Mähdrescher mal ein bisschen mehr beschleunigen würde. Ich glaube, bis du da bist, bin ich noch nicht fertig. Weil er so lahmarschig ist. Also ich bin auf dem Rückweg, sehe schon die Berge. Ja, ich ernte jetzt schon. Anhänger ist viertel voll ist er schon. Ich sehe schon, die sind los. Ja. Also bis du da bist, habe ich geerntet. Jo. Wer steht dann links? Ja. Aber bevor ich dann weitermache, kannst du das, den einmal den Glas. Den Mähdrescher? Ja, wir haben schon hier und hier da. Wenn ich koppelst die Anhänger um und bringst den vollen weg. So lang, mir egal. 355. Oder 48. Hahaha. Ha. Ah, fehlt wieder was. Hm. Boah, ey, das. Nicht immer. 200. Ja, scheiße. Fick dich, Junge. Also, ich bring weg. Und dann kaufe ich gleich, okay? Ja, und wenn du den dort verkaufst, den von dir? Den wollten wir doch von oben nehmen. Weil sonst müssen wir uns nochmal wieder einkaufen. Obwohl, scheiß drauf, wir kommen uns nochmal zum Glas. Ja, würde ich auch denken. Mal gucken, wo der ist. Tick, tick, tick. Es geht die Sucherei los. Ein Hamburg-Cock. John Deere. Kuchen. Backkuchen. So, dann gehen wir gleich mal. Halt! Da war. Halt! Das. Kaufen. Oh, wir konnten uns selbst. Zu spät. Sitzt schon drin. Ach, du bist dann das Schwein, bist du. Ja, weil du nicht weißt, wo der Shop ist, ne? Kann das sein? Ja. So. Ich glaube mal, das ist für die Zuschauer interessanter, wenn ich das mache. Ach, denkst du, ich krieg's nicht hin? Nee, weil die dann wenn das sehen. Ja, gut. Darum geht's halt. Unter anderem. So, mal schauen, dass man hier ordentlich abgesetzt kriegt. Zack. Jetzt hoffe ich mal, ich schaff's hier auszuparken. Ohne anzurammeln irgendwo. Ich hab's gleich mal leicht gemacht, hab deinen Hänger gleich mit bei mir dran gehangen. Hast du zwei dran? Mhm. Cool. Hast du hingekriegt? Das ist so schwer bei den Anhängern, bei den schwarzen, zwei zusammen zu koppeln. Es ging eigentlich. Mit ein paar Mal vor und zurück. Irgendwas. Ja. Schneidwerk fixieren. Also ich komme dann jetzt mit dem Glas. Jo. Dann dürfte das jetzt alles ein bisschen schneller vonstatten gehen. Wow. Ich hoffe mal, ich fahre jetzt in die richtige Richtung. Ja. Ja, perfekt. Der fährt zwar auch nur 43, aber ordentliches Tempo wenigstens, ne? Ja. Für den Mähdrescher. Kann ja auch den machen, ne? I see you. Aber brauchen wir nicht unbedingt. Ich hab's gedacht, du bist vorbeigefahren. Nö. Komm ich hier mal rum? Doch. Nein, jetzt liegt der Anhänger, jetzt darf ich den zurücksetzen. Ach, ich kann dagegen fahren. Machen wir einfach da mit rein. Wir haben ja noch so viel Geld, willst du dann auch gleich noch so einen Doppelanhänger haben? Weil da würde ich den nämlich gleich dran machen. Kannst du machen, wenn es nochmal hinkriegst, einen doppelten zusammenzuschrauben. Zusammen zu koppeln, nicht zusammenschrauben.